Ich bin David. Ich bin für die EDV der Caritas verantwortlich. Und das ist Gabriele. Sie ist meine Assistentin. Wir lieben interessante Geschichten und Märchen. Heute möchten wir Ihnen eine Geschichte erzählen. Das ist Karl. Karl ist ein Urzeitmensch. Und wie jeder andere Urzeitmensch muss er oft jagen. Die Jagd war nie eine leichte Aufgabe. Es war nicht nur sehr gefährlich, sondern auch schwer. Schon damals gab es Erfindungen, die das alltägliche Leben erleichtern sollten. Karl liebte diese Erfindungen. Allerdings musste man meistens selbst etwas dazu beitragen und nicht immer war die Gebrauchsanweisung eindeutig. Aber Karl wusste sich immer zu helfen. Allerdings stellte sich nicht immer der erwartete Erfolg ein. Glücklicherweise hatte Karl aber einen guten Engel, der ihm zur richtigen Zeit den richtigen Rat gab. Das Erlebnis, das Karl hatte, haben viele Computerbenutzer heute auch. Gabriele und ich möchten Ihnen helfen, dass Sie Innovationen schnell und einfach nutzen können. Heute möchten wir mit Ihnen das neue EDV-System der Caritas La anschauen. Das neue EDV-System soll unsere Kommunikation fördern und weiterentwickeln. Es gestaltet und strukturiert die drei kommunikativen Grundprozesse: Information, Dialog und Lernen. Das System ist ein Baukasten mit verschiedenen Elementen, die jeder Benutzer, aber auch jedes Projekt oder jede Einrichtung so kombinieren kann, dass sie optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst sind und die Arbeit unterstützen und erleichtern. Das neue EDV-System soll uns auch dabei helfen, Erfahrungen und Wissen zu teilen. Es ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, eine lernende Organisation zu werden. Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, möchte ich das neue System mit einer Stadt vergleichen. Nennen wir sie Caritas City. In dieser Stadt gibt es Straßen und Wege, öffentliche Gebäude wie eine Bibliothek, eine Universität und ein Rathaus, Büros und Fabriken, auch einen Flughafen und eine Kirche, natürlich auch eine Feuerwache und eine Polizeistation. Schauen Sie sich um! Die verschiedenen Gebäude von Caritas City finden sich auch in unserem neuen EDV-System wieder. Wie der Marktplatz einer Stadt der zentrale Ort der Kommunikation und des Warenaustausches ist, erfüllt diese Funktion bei uns der SharePoint-Server. Die Post verschickt Briefe und Pakete in entferntere Städte, für uns erledigt das der Exchange-Server mit Outlook. Es gibt einen zentralen Server zur Lagerung und Archivierung der Informationen. Er funktioniert wie ein Lager bzw. wie eine Bibliothek. In den Büros unserer Stadt wird gearbeitet. Die Arbeit dort wird von einem Programmpaket mit dem Namen Microsoft Office unterstützt. Word hilft bei der Erstellung von Texten, Excel berechnet in Tabellen verschiedenste Daten. PowerPoint hilft Informationen für eine Präsentation aufzubereiten und InfoPath stellt verschiedene Formulare zur Verfügung. Der Mind Manager sortiert Ideen in eine übersichtliche Darstellung ein. InLux ist eine einfach zu bedienende Projektmanagement-Software, die mit Outlook zusammenarbeitet. Ganz schön viel, oder? Machen Sie doch eine kurze Pause, holen Sie sich einen Kaffee und machen dann weiter. Der Case Manager unterstützt die Beratungsdienste. In Caritas City gibt es auch verschiedene andere Gebäude. Es sind aber so viele, dass ich nicht alle in den Stadtplan einzeichnen konnte. Aber ich möchte Ihnen die wichtigsten kurz vorstellen. DAVIP, KABU und KBF sind spezielle Programme, die Daten aufbereiten. DAVIP stellt Informationen über Mitglieder zur Verfügung. KABU ist ein einfaches Kassenbuchprogramm. Und KBF sammelt alle kirchlichen Standesdaten wie Taufe, Firmung, Hochzeit und so weiter. Auch für die Sicherheit ist in Caritas City gesorgt. Antivirus und Net Security beschützen alle Bewohner ständig. Wenn einmal etwas passiert, kann man bei der Feuerwehr anrufen. Entweder ist das der Systemadministrator oder der technische Notdienst. Aber natürlich auch immer Gabriela und ich. Neben der Swing-Fabrik, die am Rande von Caritas City liegt und alle Buchhaltungs- und Personalverwaltungsaufgaben erledigt, gibt es auch einen Webserver, der alle wichtigen Informationen über uns in die ganze Welt transportiert. Nicht zuletzt gibt es auch ein elektronisches Lernsystem. Da wohnen Gabriela und ich und wir freuen uns auf Ihre Besuche. Verbunden sind wir durch verschiedene Netzwerke, die teilweise über Kabel, teilweise über Funk arbeiten. Daher kann man sich auch von jedem beliebigen Ort, der einen Internetzugang besitzt, im internen EDV-System der Caritas anmelden und arbeiten. Wir hoffen, dass Sie unseren ersten Film mögen und freuen uns darauf, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Falls Sie Fragen oder Ideen haben, können Sie mir oder Gabriela schreiben. Wir freuen uns auf Ihre Briefe. Unsere E-Mail-Adressen lauten david@caritasla.de, gabriela@caritasla.de.
www.edv.de. So, jetzt brauche ich selbst einen Kaffee. Ups, der ist aber groß.